غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات. Hallo liebe Leute, wir sind heute hier in Schwerin, in der Nähe vom Schlosspark. Und woran denke ich, wenn ich das Schloss sehe und vor allem, wenn ich hier in den sogenannten neuen Bundesländern bin, die in Mecklenburg-Vorpommern, die nicht mehr so neu sind. Es ist interessant, ich war 1997, glaube ich, das erste Mal in Schwerin, 2007 das zweite Mal und jetzt haben wir 2017. Ja, also immer im 10-jährigen Abstand sozusagen. Und woran ich denke, ist viel in meiner Vergangenheit. Denn ich bin ein Wendekind, ein Kind der deutschen Wende. Ja, das heißt, im Jahre 1994, als ich 15 Jahre alt war, beziehungsweise 16 geworden bin, da bin ich nach Berlin gegangen, nach Berlin-Hohenschönhausen, auf ein Sportinternat, die sportliche Karriere richtig nach vorne zu bringen. Und das war im Ostteil der Stadt und deswegen habe ich sehr, sehr viel von der Wende wirklich live mitbekommen, weil zu dieser Zeit ein Großteil meiner Freunde Freunde waren, die in der DDR geboren wurden. Und was mir damals aufgefallen ist, als ich in Hohenschönhausen, Berlin-Hohenschönhausen auf der Schule war, ist, dass sehr, sehr viele Menschen gerade im Osten Deutschlands mit keiner Religion etwas zu tun haben, dass der Atheismus sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ehrlich gesagt, obwohl ich damals mit der Kirche eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte, ich war auch noch kein Muslim, fand ich das irgendwie traurig. Ich finde, der Glaube an Gott im Allgemeinen, jetzt unabhängig erstmal von Religion, natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Islam der wahre Weg zu Gott ist, aber der Glaube an Gott gibt dem Menschen eine unheimliche Hoffnung, einen unheimlichen Halt. Und ein Mensch, der diesen Glauben nicht hat, der verpasst wirklich was vom Leben. Nicht der Mensch, der die Party verpasst, verpasst etwas vom Leben, sondern der Mensch, der mit diesem Bewusstsein lebt, irgendwann kommt einfach ein Brett drüber und dann war es das gewesen. Das Leben ist von vornherein leer. Und ich will da dieses Beispiel geben, was wir immer wieder geben. Ja? Wenn man beispielsweise, man muss sich das einfach mal vorstellen, das ist auch für die Menschen hier im Osten Deutschlands vor allen Dingen. Man sollte sich einfach mal vorstellen, man würde nachts ins Bett gehen und man würde morgens aufwachen in einem Zoo, Zug würde man morgens aufwachen. Und dieser Zug wäre ein sehr, sehr schöner Zug. Das heißt, es gibt Leckeres zu essen, es gibt eine nette Bedienung, es gibt eine wunderschöne Aussicht. Deutschland ist ein wunderschönes Land von der Landschaft her. Gerade jetzt, wo wir auch hier in Mecklenburg-Vorpommern sind, hier gibt es wunderschöne Landschaften. Ihr seht ja auch, was für wunderschöne Sehenswürdigkeiten es gibt, wie viele wunderschöne Häuser es gibt und so. Es gibt so viele schöne Sachen zu sehen, die man praktisch auch aus einem Zug sehen könnte, wenn der die richtige Route verläuft. Das heißt, man hat alles das, was der Mensch begehrt. Man hat Leckeres zu essen, Leckeres zu trinken, nette Bedienung, vielleicht läuft eine nette Musik in dem Zug, man hat eine schöne Aussicht. Leute geben Hunderttausende Euros aus für schöne Aussichten, um irgendwo an einen Platz der Welt zu fahren, um eine Sehenswürdigkeit, deswegen heißt die Sehenswürdigkeit, die wollen das sehen, ja, um eine Sehenswürdigkeit zu besichtigen, wie zum Beispiel Pyramiden in Ägypten etc. So, das heißt, man hat alles. Aber diese Person, die jetzt in diesem Zug wäre, wo sie diese schönen Landschaften sieht, die hätte keine Ruhe in seinem Herzen, bevor sie gefragt hat, wohin geht dieser Zug? Und wer hat mich in diesen Zug hineingebracht? Was ist der Sinn dieses Zugs? Und deswegen sollte sich jeder Mensch die Frage stellen, was ist der Sinn dieses Zuges namens Leben, in den ich hineingebracht wurde? Wofür bin ich hier und wo gehe ich hin und wer hat mich hier reingebracht? Diese Fragen sollte sich jeder stellen, weil man wird innerlich, auch wenn man sich noch so sehr einredet, keine wahre Ruhe finden, keine wahre Zufriedenheit finden, wenn man keine Gewissheit hat bezüglich dieser Frage. Und man kann Gewissheit bekommen. Wir kennen viele Menschen, die vorher auch so gedacht haben, dass sie gedacht haben, es gibt sowieso nichts, nach dem Tod ist alles vorbei. Und die dann gesucht haben und Gewissheit bekommen haben. Die haben sich das nicht einfach eingeredet, sondern die sind überzeugt.
Die sind überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Zum Beispiel, man kann sich Vorträge von mir anschauen über wissenschaftliche Beweise etc., dass der Koran die Wahrheit ist. Zum Beispiel der Vortrag, der hundertprozentige Beweis, dass der Koran das Wort Gottes ist. Und Vorträge von mir über die Existenz Gottes. Man soll sich einfach damit beschäftigen. Und dies ist vor allen Dingen ein Aufruf an alle meine ehemaligen Freunde, Bekannte, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und mit denen ich vielleicht seit Jahren auch keinen Kontakt mehr habe. Ihr müsst eins wissen, diesen Weg, den ich gehe, und die meisten von euch haben sicherlich davon gehört, von Medien und so. Vieles davon ist gelogen, aber ihr seht, dass ich durch Deutschland ziehe, dass ich Muslim geworden bin, dass ich zum Islam rufe. Und diesen Weg, den ich gehe, das mache ich nicht einfach aus Spaß oder weil ich cool sein will. Ich will nicht arrogant sein, aber wenn ich cool, aber die, die mich kennen, wenn es darum geht, cool zu sein, ich hätte viele Bühnen, wo ich einen auf cool machen könnte. Viele Bühnen, die viel, viel einfacher für mich wären zu betreten und Anerkennung zu bekommen oder was auch immer. Hier habe ich ja eigentlich gar keine Anerkennung, ich werde mehr bekämpft von allen Seiten. Und ich mache das aber natürlich in erster Linie für den allmächtigen Gott, zweiter Linie für mich, aber auch für euch. Denn glaubt es mir, die Vorträge, die ich mache, ich wünsche mir immer, dass es Leute gibt aus meiner Vergangenheit, Freunde, Bekannte, Freundinnen, die ich kannte, die sich das angucken und sich sagen, das ist die Wahrheit. Und deswegen rufe ich jeden dazu auf, beschäftigt euch einfach mal. Macht euer Glas leer, was mit Vorurteilen gefüllt ist. Denn wenn ich etwas einfüllen will in ein Glas, was voll ist, werde ich nichts einfüllen können. Macht euer Glas leer und sagt, ist das Leben nur ein Spiel? Bin ich einfach nur gekommen, um zu essen, zu trinken, zu schlafen und irgendwann ist alles vorbei? Oder hat das Leben einen tiefgründigeren Sinn? Schaut euch an, was diese Leute alles aufgebaut haben auf dieser Welt, was sich für Mühen gegeben haben. Aber kannst du ein Schloss im Jenseits bekommen? Ich sage jedem von euch, ihr könnt ein Schloss im Jenseits bekommen, was unvorstellbar größer und besser und schöner ist als dieses Schloss. Ihr könnt die ewige Glückseligkeit bekommen. Aber den ersten Schritt müsst ihr gehen. Geht den ersten Schritt. Beschäftigt euch damit. Und glaubt es mir, ich bin keiner, der glücklich darüber ist, wenn jemand stirbt, den ich gekannt habe. Sondern ganz im Gegenteil. Ich bin sehr, sehr traurig. Und ich mache mir, wenn der stirbt, ohne den Islam angenommen zu haben. Sondern ganz im Gegenteil. Ich bin sehr, sehr traurig. Und einmal ist ein Bekannter von mir gestorben, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Und ich habe dann mitbekommen, dass er Krebs bekommen hat und auf einmal gestorben ist. Und ich habe richtig geweint deswegen. Ja, ich habe richtig geweint und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass er den Islam angenommen hätte vor seinem Tod. Und das ist für alle von euch, selbst meine Feinde, die mich vielleicht nicht leiden konnten, ja, wo mir jetzt kein konkreter einfällt, weil ich eigentlich, alhamdulillah, viele, sehr, sehr viele Freunde hatte. Glaubt es mir. Ich mache mir Sorgen um euch. Und deswegen beschäftigt euch einfach damit. Macht heute die Entscheidung. Trefft heute die Entscheidung. Ihr habt das Schiff, das ihr fahrt, selber in der Hand. Wo will ich hin? Beschäftige ich mich? Suche ich nach einem höheren Sinn? Oder lebe ich einfach dahin? Wenn du einfach dahin lebst, du wirst irgendwann sterben. Glaub es mir. Du wirst keine Hoffnung haben. Und du wirst dich verabschieden müssen. Ja, von allen, die du geliebt hast. Und dann, was im Jenseits kommt, wenn du die ganzen Wunder Allahs gesehen hast, die ganze Natur gesehen hast, und du hast dich nie gefragt, wer hat das erschaffen und nie danach geforscht, dann wirst du eine Strafe bekommen. Und das sage ich dir nicht, weil ich dich hasse, sondern das sage ich, weil ich für dich das Beste liebe. Beschäftige dich mit der Wahrheit, heb die Hände zum Himmel und sag, oh allmächtiger Gott, zeig mir den wahren Weg. Setze deinen Verstand ein. Setze ihn ein, du hast Verstand, aber du musst ihn einsetzen und suche danach. Gibt es einen Gott? Hat dieser Gott eine Botschaft herabgesandt? Gibt es eine wahre Botschaft? Und glaub es mir, wenn du das tust mit Aufrichtigkeit, wirst du Wunder erleben. Inshallah. Möge Allah uns alle recht leiten und ich bitte den allmächtigen Gott, dass er alle Menschen in Deutschland die wahre Glückseligkeit gibt. Die wahre Glückseligkeit auf dem wahren Weg zu ihm. Die Gottergebung.
Und die Gottergebung ist der Weg zur wahren Glückseligkeit in diesseits und jenseits. Und Gottergebung heißt auf Arabisch Islam. Macht's gut. Ich wünsche euch das Beste. Allah!